30 und um 6.10 Uhr ist Boarding und ich muss noch Einkäufe einchecken. Aber eigentlich sollte es genau passen, dass wir genau eine Stunde vorher ankommen. Eigentlich kann man ja auch so bis 40 Minuten vorher Einkäufe einchecken. Ich hoffe, sonst ist es knapp. Ja, ich bin jetzt 2,5 Stunden geschlafen, bin etwas fertig, ehrlich gesagt. Hab gerade noch zu Ende geparkt, wir haben ein bisschen Zeit falsch gerechnet. Aber ich hoffe, es klappt alles noch und wir freuen uns auf den Tag. Are you excited? Very excited. If you like this one. Yeah. Honestly could have thought as well. But I was too tired last night to think for myself. Yeah, so well, like, it's not always my fault. Yeah, well, we're also the one that kept us up so late. So, Ideen, wir haben es immerhin geschafft. Es ist 5:30 Uhr und um 6:40 Uhr geht der Flug. Also theoretisch, wir haben 40 Minuten Zeit, aber okay, es ist eine fette Schlange. Das ist halt das Ding, habe ich nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt, shit. So, Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind am Flughafen. Ich war noch nicht an dem Gate C2. Das ist irgendwie ganz hinten auf der anderen Seite. Sonst bin ich immer auf der A-Seite meistens. Die mag ich gar nicht, weil die ewig weit weg ist. Also, ich habe ein paar Tipps für euch, weil ich werde voll oft gefragt, wie ich immer so entspannt bleiben kann, wenn ich so mega last minute fliege und eigentlich viel Zeit habe. Wir haben jetzt 6.05 Uhr. In 5 Minuten geht Boarding los. Das heißt, wir hatten sogar noch Zeit, was zu trinken und Essen zu holen und hier hinzulaufen. Ich habe, also Dan hat zwischendurch ein bisschen Panik. Dan und ich sind Lust, also sind ganz anders beim Reisen. Dan ist immer so ein bisschen Stresshead, ne? Doch, doch, doch. Not talking about me in general. Doch. Yeah, but you know what I'm saying and you know it's true. Doch. Doch, Dan ist immer so ein bisschen, der hat immer ein bisschen Panik und er meint immer, dass wir... Have you ever missed a flight with me? No, but I'm usually the one planning it. Have you missed a flight without me? Yes. Once in my life. Maybe twice. Twice. Never missed a flight with me. Whatever, but you're stressed so much, oh my god. Anyway, also auf jeden Fall, Dan hat mega Angst, dass wir es nicht bekommen, den Flug nicht schaffen oder so. Und ich bin immer so, nein, nein, passt schon. Manchmal habe ich auch ein bisschen, gebe ich zu, auch ein bisschen, bin ich auch ein bisschen gestresst. Wir kamen halt um 5:30 an, um 5:30. Um 6:10 ist Boarding, um 6:40 geht der Flug. Ich hatte das eh schon im Hinterkopf, dass es meistens ist, dass man 40 Minuten bis vor Abflug quasi Zeit hat, den Koffer aufzugeben. Bei manchen Airlines müsst ihr aber aufpassen, es ist auch eine Stunde vorher. Das ist natürlich ein Problem, weil 20 Minuten schon macht nochmal einen großen Unterschied. Da müsst ihr euch auf jeden Fall eigentlich vorab natürlich informieren. Gut, dann hatten wir theoretisch eine halbe Stunde Zeit, genau eine halbe Stunde Zeit, den Koffer abzugeben. Aber als wir ankamen, ich habe vergessen, dass Hamburg Ferien hat. Oh mein Gott, wenn Hamburg Ferien hat, der Flughafen hier ist ja eh nicht der größte, es ist einfach reinstes Chaos, weil ich meine, das ist überhaupt nicht böse, aber es gibt halt viele Leute, die noch nie voll geflogen sind und zum ersten Mal fliegen und dann mit der Familie fliegen oder eben im Sommerurlaub fliegen, Sonnencreme, Deos, alles in groß dabei haben, nur Handgepäck dabei haben, weil es mittlerweile leider sehr teuer geworden ist, Gepäck aufzugeben. Das muss man ja auch noch im Hinterkopf behalten. Wenn ihr nur mit Handgepäck fliegt, auf jeden Fall natürlich an die richtigen Größen denken. Naja, auf jeden Fall mal wieder Chaos. Alle sind natürlich gestresst, Leute heulen, weinen, weil sie den Flug nicht mehr bekommen. Es ist echt immer ein bisschen extrem. Und das Ding ist, seit neuestem gibt es ja hier fast nur noch Self-Check-In, also dass man selber seinen Koffer abgibt ohne eine Person quasi. Und das heißt, dass auch die ganzen Billiganbieter in der Regel kein Personal mehr da haben oder ganz, ganz wenig Personal. Das heißt, ihr könnt auch nicht wirklich jemanden fragen. Deswegen, eigentlich sollte man echt ein bisschen Zeit anplanen. Und gerade morgens, obwohl zu früh ist, fliegen super viele. Das ist eher entspannter nachmittags oder abends. So, dann, wenn ihr es geschafft habt, am besten auf jeden Fall vorher online einchecken. Am besten auf dem Handy das Ticket speichern. Zum Beispiel, wenn ihr ein iPhone habt, könnt ihr es immer in dieses Apple Wallet machen. Da mache ich meine ganzen Tickets mal rein. Das ist entspannt, dann habt ihr es mal gleich. Dann wir bitten einmal Drop-off. Herrn Daniel Baldock, gebucht mit Eurowings 7402 nach Paris. Einfach zu gehen, 702. Herr Daniel Baldock, bitte. Okay. Ich hoffe, alles gut. Okay. Dan wurde da auch gerufen. Ich hoffe, alles okay. Bei ihm konnte er irgendwie auch sein Gepäck schon nicht einchecken. Vielleicht liegt es da. Naja, auf jeden Fall. Immer vorher über online einchecken. Der Ticket auf dem Handy am besten. Müsst ihr es auch nicht ausdrucken. Und dann müsst ihr halt den Koffer, falls ihr einen habt, aufgeben. Und das Ding ist, unsere Schlange war mega lang. Und ich dachte auch, was so, oh fuck, wir haben jetzt immer noch eigentlich 20 Minuten Zeit, den Koffer abzugeben.
Wir haben es aber echt noch geschafft. Mein Tag hat tatsächlich nur 12, 15 Minuten gedauert. Und dann dachte ich, wir schaffen es nicht mehr. Aber ich hatte schon so geplant, weil relativ viele Schalter offen waren. Und normalerweise geht es relativ schnell. Also deswegen, die Schlangen sehen manchmal länger aus, weil die Leute auch nicht so eng stehen und so. Und dann war es das zweite Problem natürlich gewesen, Security. Das war auch eine riesen fette Schlange. Aber, oh Gott. Oh Gott. I couldn't hold it. Aww. What happened? They sorted my bag. Oh yeah, because... Yeah, okay. I'm good. I was literally on my way back. You're so bad. You're so bad. I could play this better. Yeah. You're not a good actor. Schatz, you're not a good liar. Good for me. genau, und dann war halt die Security-Schlange. Und da habe ich jetzt einen Tipp für euch. Und zwar, klappt nicht immer, aber in der Regel schon. Wenn ihr beim Security seid, vor allem jetzt in Hamburg, ich kann es euch nicht bei jedem Flughafen sagen, weil ich nicht alle Flughafen kenne, wie die aufgebaut sind. Aber in Hamburg ist es so, dass wenn man davor steht quasi, links der ganze Bereich ist ganz normal für alle normalen Tickets und rechts ist Fastlane. Da kommt man eigentlich nur rein, wenn man irgendein Business ist oder Fastlane-Ticket hat, wie auch immer. So, wenn man richtig, richtig, richtig spät dran ist und wirklich nur noch so 5 Minuten bis Boarding hat oder Boarding schon angefangen hat, dann kann man meistens auch einfach da zum Schalter gehen, da ist immer jemand. Ja, also wenn ihr richtig, richtig, richtig spät dran seid, was natürlich hoffentlich nicht der Fall ist, aber wenn es mal so ist, dann könnt ihr da immer hingehen und die lassen euch eigentlich immer durch, weil dann seid ihr bei den Fast-Check-In und da sind meistens nicht so viele Leute. Wenn ihr in der ganz normalen Schlange steht, wie wir heute, dauert es in der Regel schon echt ein bisschen länger, obwohl heute auch viele Schalter offen waren. Und die haben jetzt dieses neue System hier in Hamburg, wo man, wo es 3 Leute mal gleichzeitig einchecken kann, also quasi die wie sagt man, so einen Tray rausholen kann. Naja, auf jeden Fall standen wir erst in der normalen Schlange und dann habe ich gesehen, dass Leute rechts vorbeigelaufen sind zur rechten Seite zum Fast-Check-In. Und da stand halt niemand und dachte ich so, komm, wenn die das morgen kann ich es auch mal machen. Und das stimmt schon, manchmal mache ich das auch. Ich bin eigentlich immer ein bisschen schüchtern oder sowas und irgendwie nicht so, traue mich nicht so viel. Aber wenn ich wirklich in Zeitnot bin, dann mache ich das auch. Und vor allem, das Ding ist, normalerweise lassen die auch noch da durchgehen. Da ist in der Regel sowieso niemand. Und wenn da jemand steht, wenn man sagt, man hat jetzt gleich Boarding, dann lassen die eigentlich auch durch. Und dann echt immer gucken, wo die Schlange am kürzesten ist. Ich weiß, man hat aber das Gefühl, man steht bei der längsten Schlange, aber immer darauf achten, wie viele Leute wirklich da sind, wie viele Check-in-Optionen es gibt. Und im Endeffekt sind wir dann wirklich einmal komplett durchgegangen nach ganz hinten rechts, jetzt in Hamburg. Und da war einfach nur noch eine Person vor uns, anstatt von 200 oder so. Also das ist so ein kleiner Tipp, der natürlich nicht überall an jedem Flughafen klappt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in Hamburg seid, dann könnt ihr da mal drauf achten. Das geht eigentlich immer ganz gut. Und wenn ihr in jedem Stress seid, dann sonst natürlich nicht. Ne? Sonst ist auch doof. Aber hat alles noch geklappt. Ich bin ready for Paris. Dan ist richtig excited. Und ich habe mich übrigens schon, habt ihr schon gesehen, passend für Disney. Ich habe Mini an und Friends Disney Schuhe. Guck mal, wie cool die sind. Die habe ich immer bekommen von Disney. Ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es leider nicht zu kaufen. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich hoffe, ich nerv euch nicht. Und bis später. Wow, das ist riesig hier. Wahnsinn. Sieht aus wie in Amerika. Ich bin gespannt. So, dafür sind wir hier. Lion King Press Event. Und wir sind hier in diesem Riesengebäude, oh mein Gott, das ist der Wahnsinn. Wo ist denn hin? Da. Oh, wir sind jetzt angekommen, haben uns gerade akkreditiert. Ich glaube, es ist ein größeres Presseevent weltweit. Oh mein Gott. I'm so excited. Okay, aber wir dürfen uns jetzt hier was aussuchen. Oh, Leute, ich freue mich gerade, ich bin gerade mega happy. Und guck mal. So, wir haben gerade eingecheckt. Das Problem ist, wir können erst um 3 Uhr ins Zimmer einchecken und wir haben einfach 10 Uhr morgens. 11, 12, 1, 2, 3, 5 Stunden. Das heißt, also ich bin nicht geschminkt, gar nichts. That's from sleep. Ja, damn it. Really annoying. So, ihr Lieben, wir haben ein Problem. Und zwar wurde uns gesagt, dass wir das hier im Pool gibt. Also, dass wir irgendwelche Schwimmsachen mitnehmen sollen. Hätten uns voll gefreut, dass wir noch ein bisschen uns hinlegen können und dass wir halt jetzt irgendwie noch Zeit haben, aufs Hotelzimmer zu gehen. Und sind angekommen um 9:30 und es gibt kein Hotelzimmer bis 15 Uhr. Also, 4,5 Stunden mehr zu warten. Und es gibt nicht mal hier eine Gegend, wo man irgendwie sitzen kann. Also, es ist einfach hier so ein offener Raum. Das ist das Einzige, was es quasi gibt. Es gibt keinen Pool anscheinend. Es gibt auch keine Möglichkeit, früher in ein Zimmer reinzugehen. Ich habe halt noch so eine Kooperation, die ich machen muss. Ich muss dann noch arbeiten, denn hat seine ganzen Kameras, wir haben unsere ganzen Kameras und Laptops dabei.
von den ganzen Wertsachen können wir sich alle mit in Disney Park, also ins Disneyland nehmen, einen Park mitnehmen, ist auch mega schwer. Und ich habe jetzt gerade umgezogen, Bikini untergezogen, jetzt kann ich gleich wieder aufziehen auf der Toilette, weil wir gar nicht, es gibt gar keinen Pool. Und ich will jetzt eigentlich ins Disneyland jetzt schon, weil wir die nächsten drei Tage noch, also zwei Tage noch da sind und heute Abend richtig viel Programm da haben. Und ich jetzt meine Sachen hier eigentlich auch nicht alleine lassen will, weil die haben nicht mehr so einen richtigen Raum, wo man das Gepäck lässt. Und da, ich habe halt voll mit der Kamera und so, das, ich weiß nicht. Ich bin echt ein bisschen verzweifelt. Jana, glaube ich, auch. Ich meine, im Endeffekt ist alles halt so wild, wir werden trotzdem eine schöne Zeit haben. Also, es gibt anscheinend doch einen Pool, die von die Leute, die da eben gerade haben, wussten das noch nicht. Aber wir haben jetzt nochmal woanders gefragt und sind nochmal ein bisschen rumgelaufen. Hier sieht es auch schon wieder ein bisschen mehr nach einem Hotel aus. Und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Pool. Okay, wir haben den Pool gefunden. Es ist eher so ein Indoor, so ein Schiff, geil. Ah, und da ist draußen. Na dann kann das doch noch ein schöner Tag werden hier. Geil. Ja, so gefällt mir das. Toll, Leute, da ist der draußen Pool und der ist nicht offen. Der macht das in einer Stunde auf. Wir haben heute irgendwie echt kein Glück. Manu, so close, aber doch so weit weg. Toll. So, ihr Lieben, das Leben ist wieder gut. Ich hatte gerade einen kleinen Grumpy-Anfall. Oh Gott, ich habe das so selten, dass ich so zickig werde und so irgendwie sauer werde, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich Hunger. 12.30 Uhr, ne, okay, muss ich mir mal kurz einen neuen Wecker stellen. Ich habe nämlich jetzt endlich ein Zimmer gefunden, also pass auf. Wir sind halt angekommen um 9:30 Uhr und normalerweise ist es ja so, dass man in Hotels eigentlich so um 11, 12, manchmal auch erst um 1 einchecken kann. Aber 1 ist meistens so das Späteste. Und wir kamen halt an und das ganze Hotel ist voll ausgebucht und ja, die meinten, wir können bis 3 halt nicht ins Zimmer einchecken. Und ich habe halt noch einen Haul, den ich heute drehen muss, also eine Kooperation, die ich auf jeden Fall machen muss und das habe ich versprochen und das ist halt vertraglich auch geregelt. Und das, wir haben ja auch einen super frühen Flug gehabt und eigentlich hätten wir halt auch theoretisch viel später fliegen können. Und hätte ich den Haul zu Hause machen können. Ich habe die jetzt extra alle mitgenommen, die ganzen Sachen, und dafür einen Koffer aufgegeben. Ist alles nicht so dramatisch an sich, aber es ist halt irgendwie ein bisschen mitgewinnt von der Kommunikation, beziehungsweise können die auch gar nichts für von Disney, von unserem Team, weil das einfach das Hotel komplett überbucht ist. Und ja, die meinen halt so, nee, da kann man nichts machen und es gibt Priority, Leute, und ist ja auch alles völlig okay und so. Aber da gibt es halt irgendwie auch keine richtigen, da gab es halt nichts, wo man sich hinsetzen konnte oder so richtig, sag ich mal, arbeiten konnte und so. Sorry. Hilfe. Auf jeden Fall, dann wurde uns halt anfangs gesagt, dass es einen Pool gibt, aus Deutschland aus, und dann kamen wir an und haben wir das Disney-Team, also die hier arbeiten, von hier quasi, von dem Event gefragt, und die meinen, nee, es gibt keinen Pool. Und wir so, okay, geil, jetzt gibt's nicht mehr, also dann frischte ich einen Pool. Und war voll genervt, oh mein Gott, eigentlich so unwichtig, aber dann haben wir nochmal wen anders gefragt, dann geht's aber doch um Pool, jetzt hatte der Pool erst. Dann habe ich meine Badesachen vergessen. Ich habe nur mein Oberteil mitgenommen, aber nicht mein Unterteil. Ich liege jetzt hier in so einem String, Leute. Auch richtig geil. Deswegen kann ich auch nicht ins Wasser gehen. Ich kann hier nur liegen und ein bisschen eine halbe Stunde tannen. Da muss ich eh rein. Ich habe auch nämlich keinen Sonnenschutz dabei. Also ich habe irgendwie doch einige Sachen leider vergessen. Aber gut. Ich passe auf jeden Fall auf. Ich darf eigentlich nicht mehr eine halbe Stunde. 20 Minuten reichen schon. Naja, auf jeden Fall hat sich jetzt langsam alles gedehnt. Dann war der Pool zu, der Außenpool. Jetzt haben sie aber früher aufgemacht, weil, glaube ich, viele Leute sich beschwert haben oder traurig waren, dass der Pool noch nicht auf ist draußen. Und jetzt liege ich endlich in der Sonne am Pool, kann zwar nicht ins Wasser, aber das ist nicht so schlimm, und kann mich jetzt hier ein bisschen in der Sonne brutzeln. Und dann habe ich die Möglichkeit jetzt netterweise bekommen von einer, die für Disney arbeitet, von Deutschland aus, die auch hier ist, die hat schon ein Zimmer und ihr Zimmer darf ich eine Stunde lang nutzen, in einer Stunde, und dann kann ich da mein Haul machen und dann kann ich da meine Arbeit erledigen und dann kann ich auch ganz entspannt mich umziehen und dann fertig machen für Disneyland, und dann habe ich auch noch genug Zeit, Disney heute zu genießen. Da hatte ich nämlich ein bisschen Angst vor, wenn ich erst um 15 Uhr das Zimmer gehabt hätte und wir um 16 Uhr schon das ganze Programm haben und los müssten, hätte ich das nicht geschafft, vom Timing her. Und ja, aber jetzt ist alles gut, alles okay, halb so wild, oh mein Gott, kleinen Anfall gehabt, aber gut. Und jetzt ist es wunderschön. Lieben, ich habe meine Miki, nicht Miki, sondern wie heißen die? Pumba und wie heißt der andere nochmal? And I can't remember the other one. God, you're the worst. So, auf jeden Fall habe ich mich jetzt dafür entschieden, für meinen kleinen Jumpsuit, das ist ja auch Safari-Thema. Wir schauen jetzt eigentlich auch mal raus, hier aus dem Hotel, das ist so riesig, es dauert irgendwie allein 10 Minuten noch, nur um aus dem Zimmer durchs Haus zu kommen.
Dan hat so krasse Zahnschmerzen. Der hat was am weißen Zahn. Das hat er schon seit ein paar Monaten. Und er sagt das immer nicht. Das ist so krass. Der nimmt so viel Schmerz im Kauf. Und der ist halt nicht, der hat keine Zusatzzahnversicherung hier in Deutschland. Und das ist natürlich unglaublich teuer. Und deswegen sagt er, wartet, bis wir Weihnachten in Australien sind. Aber ich meinte auch gerade, ist der völlig bescheuert. Der hat solche Schmerzen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine Apotheke, die ist 20 Minuten von hier entfernt. Muss mal gucken, wo wir da hinkommen. Weil das kann ja nicht sein. Der hat hier unglaublich krasse Schmerzen. Und sagt die ganze Zeit kaputt. Ich denke schon, warum ist er so ruhig? Männer, Wahnsinn. Wir waren jetzt gerade bei der Rezeption und das ist auch krass, ich wusste das nicht. Anscheinend ist es in Frankreich so, dass man nicht mal Aspirin oder Ibuprofen in der Apotheke bekommt ohne Rezept. Man muss mit Rezept quasi vom Arzt dahin, auch für Aspirin oder so. Das heißt, es bringt nichts. Und ich meinte sie, die können 112 quasi anrufen, also wie die Feuerwehr, denke ich mal. Dann kommt ein Notfalldienst und kann ihm ein oder zwei Pillen geben, aber jetzt halt nicht mehr oder so. Jetzt gehen wir mal zu so einer First-Aid-Station, dann kriegt er zumindest 1-2. Aber schon krass. Jetzt ist es mega warm und hier ist ein See. Es ist so geiles Wetter. Das ist übrigens das Hotel nochmal von außen. Es ist riesig. Oh mein Gott. Wahnsinn. Und da müssen wir jetzt hin zu dem Luftballon. Wow, jetzt seht ihr mal das Hotel, wie riesig das ist. Es ist so unglaublich heiß. How much? So today, right? Yeah. It's 31 degrees. It feels like 36 or something. Tomorrow is 38 degrees. Oh my God, it feels like 38 right now. Halleluja, es ist so warm. Oh mein Gott, es ist einfach so eine richtige Hitze. 38 degrees, doesn't even get 38 degrees in Sydney. I know. So how good is Europe, huh? God damn, it's crazy. Und voll gut. Ich habe die Jasmin, die hier von Disney arbeitet, ich habe gerade mit ihr telefoniert und sie hat zum Glück Ibuprofen da. Das heißt, wir können jetzt für Dan hier bei dieser Notfallstation. She's a legend. Yeah. Isn't it so funny? For such a small item, I would literally give her hundreds of dollars right now. Ja. Yeah. Like just the mask. Und hier gibt es eben so eine Notfallstation, da holen wir jetzt erstmal ein, zwei Tabletten für ihn. Die muss man aber direkt da vor Ort anscheinend nehmen. Und angeblich haben die das erst vor 2 Monaten geändert, das Gesetz in ganz Frankreich. Echt krass, wusste ich nicht. Schaut mal an. So, die Leute verlassen den Park jetzt alle. Ich glaube, es macht nämlich um 7 Uhr zu. Allerdings, weil wir ja mit Disney hier sind, dürfen wir noch länger bleiben. Und die machen den Park quasi für uns, also nicht nur für uns, sondern es ist eine ziemlich große Pressegruppe aus der ganzen Welt, glaube ich, machen die noch länger auf und also ein paar Fahrgeschäfte quasi. Mega cool. Dan hat jetzt 2 Paracetamol bekommen bei dem Doktor quasi, also kein Doktor, aber bei den Paramedics hier. Und der war total nett, der Franzose, und der meinte, dass es nach wie vor, dass man Aspirin und Ibuprofen und so weiter kaufen kann in der Apotheke, auch ohne Rezept. Also keine Ahnung, irgendwie sagen hier alle was anderes. 2 in der Rezeption meinten, 2 Franzosen in der Rezeption meinten, nee, geht nicht. Online haben wir auch einen Artikel gefunden, wo es auch stand, geht nicht, und er meinte, geht doch. Also keine Ahnung, vielleicht werden wir es morgen mal ausprobieren. So, wir sind jetzt drin. Es ist riesig, das ist eine eigene Welt für sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist das Disney Castle. Oh mein Gott, das ist das allererste Mal, dass ich das live sehe. Oh, so schön. Oh, das ist schon geil. Okay, Leute, seid ihr ready? Seid ihr ready für diesen geilen Anblick? 3, 2, 1. Wuhu! Da ist es. Das Schloss. Oh mein Gott, ich laufe wie so ein Kind mit offenem Mund und staunend rum. Selbst die Mülleimer sind pink, Leute. Der meinte auch gerade, wenn ich einen Amusement Park bauen würde, würde der nicht ganz anders aussehen. Also würde er nicht so viel anders aussehen. Guck mal. Rosa Mülltonne, ey, mein Traum. Und schaut mal, alles ist so pastell und rosa. Schön. Meine Eltern hätten mich nie in Disneyland oder so Disney Park gebracht. Niemals. Also haben sie auch nicht. Ich war halt das erste Mal in Disney World, heißt das ja, glaube ich, ne, in Florida. Als ich dann in Highschool war, habe ich in Orlando oder näher gewohnt. In Orlando. Und da hatte unser Nachbar hat bei Disney gearbeitet und hatte immer so Free Passes. Und da war ich mega oft in den ganzen Disney Parks. Und die haben da ganz viele gehabt. Die hatten auch so Epcot und diese ganzen Ride Parks und Studios. Und dann war ich einmal in Anaheim da in Kalifornien. Das ist, finde ich, ein bisschen ähnlich in Kalifornien. Aber das in Florida ist schon anders, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, es ist so warm. Das ist so schön. Oh, yes, let's walk through there. Die Leute, aus irgendeinem Grund kann Dan mehr Französisch als Deutsch. Say it. Je m'appelle Daniel. Ja. Oui.
Oui, oui, oui. Un, yeah. Deux, trois, quatre, cinq, six, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. I can't even do the French numbers. Why can't you do that? Oh, wait, right. Yeah. You dated this French girl once or something, right? I actually did French at school. You did French at school? You don't remember anything from school. How do you remember French from school? No, very, very attractive French teacher. Interesting. I'm joking. She wasn't that attractive. Sure. Just a 9. Or you're a 10. Yeah, I'm a 10. Only a 10. Excuse me. You're attending real numbers. Obviously, to me, holistically, you're much more than that because we spent time getting to know each other and understanding the inner workings of each other, mentally, physically, spiritually. So of course you're more than a 10, okay. More like a 60. But you know. Why am I not 100? Whatever I would have said then. So how about you? I don't know. It's for some reason I caught little bits of it. And it stuck with me more than German does. I don't know what it is. Ah, Leute. Traurig ist das doch, ne? Aber Deutsch ist auch schwer. It's German a pretty sexy language. French, yeah. It does sound nice. Maybe that's what it is. Je ne parle pas français. Oui, oui. This Merci. Is the song. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir? Voulez-vous? Oui. Oui, oui. So, jetzt sind wir in den Studios und eigentlich machen die jetzt schon zu. Aber wir haben hier unseren Presseausweis. Und jetzt müssen wir noch die anderen treffen, weil irgendwie gibt es jetzt hier so eine besondere Vorstellung und wir essen was. Und jetzt ist nur noch der Park quasi für das Presseevent offen. Und oh, wie süß, die spielen hier. so ein paar Influencer, Presse, ein paar Celebrities. Oh, und jetzt können wir hier essen, glaube ich. Oh, wie cool, ich habe auch mega Hunger. Und es ist so, jetzt ist es richtig geil angenehm, schön warm. Ja, voll cool. Und später dürfen wir anscheinend noch ein paar von den Bites ausprobieren. Die sind extra länger offen für uns. Ich liebe es. Ich habe schon als kleines Kind immer geliebt. Ich war mal so in der dritten, vierten Klasse die Einzige, die mal diese ganzen Fahrgeschäfte machen wollte. Musste, hab die anderen immer genervt. Bye, tschüss. Hab die anderen immer genervt, weil ich immer jemanden Älteren dabei haben musste. Dann musste immer jemand mitfahren. Und ich hatte immer so Bock drauf. Aber da war vor langem nicht mehr irgendwo. Oh, das ist das Ratatouille-Restaurant. Oh, geil. Oh, den fand ich so süß, den Film. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool gemacht. Wow. Okay. Ja, Leute, schaut mal, sogar hier die Sitze. Geil. Diese Kronkorken. Das ist ja richtig cool gemacht. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, vom Essen bin ich leider ein bisschen enttäuscht. Aber es ist trotzdem richtig cool hier. Also als Erlebnis auf jeden Fall. Aber nee, Leute, ich werde jetzt, glaube ich, richtig viel Nachtisch essen. Weil der Hauptgang war nicht ganz so meins. Aber oh mein Gott, Macarons. Das sieht gut aus. Wow, das sieht richtig gut aus. Wow, und Käse. Geil. Und hier draußen ist es so schön warm. Mega geil. Und dann kann man später noch da die Rides machen. Na, wer kennt? Okay. So far. That is really good. Yeah, right? The chocolate is really good. That is the best thing I've had. And I'm not really a chocolate fan usually. It's really good. What else is good? Macaroon. Oh yeah, try it. It's the first macaroon, so right? So what is a macaroon? What is it actually, what is it? Just eat it. Isn't it amazing? Why do people like macaroon so much? Hey, you need to eat this one, it's the best. Do you want to try it first and tell me if it's a good macaroon or not? Is it a good macaroon? Yeah, it's good. I will try yours. Never really eat chocolate macarons, but I don't like chocolate. You don't like chocolate? You do like chocolate. You ate my magnum yeah, the other day. But I never eat chocolate in like ice cream. I think in my life I've never ordered chocolate. You are crazy. Good too. Yeah, it's good. You look really good in this camera. Don't you want to think you're a model / influencer? It's very exciting stuff. Mm-hmm. Seifenblaser. Seifenblaser is a bubble blaster. No, it's a soap bubble blaster. Do you forget this is here if I hold it this way? Yeah. Would you forget this is here if I hold it this way? Are you recording? No. I don't know. I'm just holding it. So it's called a bubble blaster. Seifenblaser. So do you want to go rides? Just for now, I don't give a the most paid form of marketing. So, wir machen jetzt ein Ratatouille-Ride. Woohoo, ich freue mich. Fly him out.
ist geil, wenn das so leer ist, ey. Oh mein Gott. Das ist schon cool. Wenn man das aus den Filmen kennt. Ich erinnere mich gerade an voll viel wieder. Detailed. It actually is super cool. When you watch the movie, it literally looks like this. Aww. So, das ist hier ein 3D-Ride. Und anscheinend auch mit so Hitze und Gerüchen und... Bin gespannt. A simple almond? Too simple. Super cool. What? May we? That's it! Ah! Oh my gosh. Oh mein Gott, Leute, das war einer der coolsten Rides, den ich jemals gemacht habe. Und jetzt ist hier wieder das Restaurant. Oh mein Gott, das ist so cool gemacht. Das ist so, so, so cool gemacht. Oh, oh, das war einer der coolsten Rides, den ich jemals gemacht habe, ey. That was super cool. That was honestly one of the coolest rides I think I've ever done. It's such an experience. It's the best 3D I've ever seen. Like, and it's also... So when you try and trick it and you put your head right around, it has a way of like, I don't know how they got that to work. Das ist halt alles 3D. Ja, I know. Das ist alles 3D. Boah, das war so cool. Das würde ich echt nochmal machen. Allein deswegen. We should do the Hollywood Tower. Ja, yeah, let's do it. Doch, doch, doch. I can't do it now. My stomach is not good. And my mouth, honestly, is dying. Das war so cool, Leute. Macht das auf jeden Fall. Ratatouille, richtig, richtig cool. Thank you. Okay, this is not good. Oh my God. We're the only people on this whole ride. No, there were some other people. No. Doch. When? Before us. There were people on this. We can always get out here in the Notausgang. Okay. No, we can't. I'm locked in. I'm getting claustrophobic now. Nein, it's all good, Danja. Aber wir sind hier in so einem Ride und jetzt hat's gerade irgendwie wegen technischen Gründen aufgehört. Das ist ein bisschen seltsam, durchs Angeln. Oh mein Gott, das war voll krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so abgeht. It could be worse. Just imagine we would be stuck like somewhere on the top or something. At least we're up here. I'm not okay with this. All the lights came on. It's freaking scary. Ja, alle Lichter sind an. Zeig ich mal kurz. Eigentlich war vorhin alles dunkel. What I'm nervous about is the ride just starting again. Nein, you know they will tell you. No, they will tell you. Ja, wir dachten, es gehört zu dem Ride dazu, aber wir werden jetzt gesaved hier. Da kommt unser Retter an. Do you know how many times that ride would operate? Leute, irgendwas ist heute. Ich sag's euch, es ist gestört. Wirklich, ich hab's heute Nacht schon geträumt. I was enjoying it. It was such a good ride. And so it wasn't even like, what, like, because it wasn't too crazy. No, like, it was... It was just enough, like, it... Es ging richtig ab und auf einmal. I thought it was going to be a cute kid ride. Yeah, it was like cute and it was Nemo and everything was cute and then suddenly it like starts like bam, bam, spinning, bam, bam, bam. And then it starts spinning and spinning. We're like, this is a lot of spinning. And I was waiting for it to spin. I thought it was part of the act. Yeah, I thought that too first. And then I was like, that's very long. And then, the lights turned on. I was like, I don't think we're meant to see all of this. Okay, well, that was the special. No one ever, I guess, gets to see that, or very rarely. Special Egg Frost. Oh Leute, heute ist echt irgendwas, aber ich bin sehr dankbar und glücklich, dass wir gut auf sind und essen nur ein paar kleine. Heute ist ein You know that was you know what the, you know what the sad part was? What? I didn't want to go on a ride because of how today is gone. Yeah. But the one ride we did go on today. No, the second ride. The first one was amazing. Stopped. Yeah. Hey. So it's a sign. There's two ways of looking at that. One way is the day was so bad and it was a horrible event at the end. The other way is it could have been a lot more horrible. It didn't stop and it flung us off. That's the other way it could have gone. All good. So don't we have to go through there? This way? Ah, okay, merci. Okay, Leute, ich glaube, wir beenden diesen Vlog für heute mal, weil heute ist echt ein Tag, der ist ein bisschen verhext, würde ich mal sagen. Aber alles gut. Morgen wird wieder besser und war trotzdem schön. Also, tschüss.